Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich meine Neuzugänge aus dem Juli 2017 für euch. Es wird ein kleines, kurzes Video, denn es sind nur 3 Bücher insgesamt geworden, was aber gar nicht so schlecht ist, weil ich ja im Juni ein bisschen eskaliert bin und die ganzen Bücher, die ich mir so kaufe, natürlich auch lesen möchte. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass der Juli jetzt nicht so wahnsinnig kaufrauschintensiv war. Das erste Buch habe ich gekauft, weil ich in einer Zeitung etwas darüber gelesen habe, was mich unglaublich neugierig gemacht hat. Ich habe es mittlerweile auch schon gelesen und geliebt, das kann ich jetzt schon verraten. Und zwar geht es um Faith von Larry Brown. Da ich das jetzt schon ein paar Mal hochgehalten habe, werde ich dazu jetzt auch nicht weiter was erzählen, weil ich mich ja natürlich auch nicht ständig wiederholen möchte. So, das passt doch nicht hin. Das nächste Buch ist bei mir eingezogen, weil eine meiner besten Freundinnen bei sich Bücher aussortiert hat und mir ein Foto geschickt hat und gefragt hat, ob ich etwas davon haben möchte. Und da war dabei von Holly Jane Rawlins Everlasting, der Mann, der aus der Zeit fiel. So sieht's aus. Hier geht es irgendwie um einen Mann und eine Frau. Oder zumindest der Mann verliebt sich in die Frau und lebt aber in einer ganz anderen Zeit. Also ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber es klang auf jeden Fall interessant und die Rezension bei Amazon war ganz gut, da hatte ich mal reingespinkst. Deswegen dachte ich, bevor sie es in den Bücherschrank stellt, nehme ich es erstmal zu mir und guck mal, und wenn es mir gefällt, darf sie wohnen bleiben, und wenn nicht, dann findet sicherlich bald einen anderen Menschen, der Spaß damit hat und es zu schätzen weiß. So, und auch schon das letzte Buch ist eine Leihgabe von einem guten Freund, die sich ergeben hat, weil mein Mann und ich hatten Urlaub im Juli, also Ende Juni, Anfang Juli, und wir neigen im Urlaub immer dazu, zu extremen Serienjunkies zu werden, und diesmal war im Urlaub The Walking Dead an der Reihe. Und wir waren einfach so wahnsinnig süchtig. Und ich habe dann im Internet gelesen, dass es auch Bücher gibt zu der Serie, beziehungsweise ist es wohl so, dass die Bücher nicht... kannst du ja erstmal hochhalten. Es ist, wie man sich jetzt schon denken kann, von Robert Kirkman, The Walking Dead, der erste Teil. Es ist, was ich eben sagen wollte, wohl so, die Bücher... spielen nicht, also es sind nicht die Bücher zur Serie im Sinne von, dass in den Büchern einfach nochmal passiert, was in der Serie passiert, sondern es spielt zur gleichen Zeit, zur gleichen Epidemie, sage ich mal, aber mit ganz anderen Charakteren. Und das war für mich ein Grund zu sagen, okay, ich probiere es mal mit dem ersten Teil. Ich habe mir den jetzt, wie gesagt, erstmal ausgeliehen. Wenn er mir gefällt, dann werde ich die Reihe auf jeden Fall weiterlesen und mir den ersten auch selber noch anschaffen. Und ich dachte mir, da es andere Menschen sind, aber dieselbe Welt, könnte es abwechslungsreich sein. Und wir sind jetzt mit The Walking Dead, wir haben die 6. Staffel jetzt beendet und müssen auf die 7. noch gefühlt Ewigkeiten warten. Und einfach weil ich noch nicht so komplett dieses Universum verlassen möchte oder diese Welt verlassen möchte, habe ich mir den ersten Teil einfach von meinem Kumpel ausgeliehen. Und bin mal gespannt, ob mir die ganze Sache auch in Buchform gefallen wird. Ja, kurz und knapp, das waren meine Neuzugänge aus dem Juli 2017. Ihr könnt mir natürlich gerne in den Kommentaren verraten, wie viele Bücher bei euch eingezogen sind und auch welche Bücher bei euch eingezogen sind und ob ihr eins von den eben gezeigten Büchern schon gelesen habt. Erzählt mir natürlich auch gerne, ob ihr The Walking Dead Fans seid, und wenn ihr The Walking Dead Fans seid, schreibt mir doch mal euren absoluten Lieblingsliebling in die Kommentare. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, und ich wünsche euch bis dahin noch eine schöne Zeit und sage auf Wiedersehen. Bye bye!